Okay, weiter geht's. Was erwartet uns jetzt hier? Ne? Gottverdammter Glückspilz. Ich glaube, das geht hier weiter, oder? Was glaubst du, was ich versuche? Hui. Angeschnallt, oder? Das ohne Airbag, bei der Geschwindigkeit. Hätte schlimmer kommen können. Wir müssen dich nicht vom Zug kratzen. Er hatte einfach nur ein Riesenglück. Sergio Morello hat immer Glück. Er hat sogar mehr Hirn als sein Bruder abgekriegt. Wir kriegen ihn, Boss. Nein, ich ziehe euch ab. Ihr seid einfach vom Pech verfolgt. Tommy hat Ghilotti ausgeschaltet. Und jetzt haben alle Politiker Angst vor ihm. Vielleicht kann er Sergio kalt machen. Was muss ich über diesen Kerl wissen? Abgesehen davon, dass er mehr Glück als Verstand hat. Sergio bringt am meisten Geld. Kontrolliert die Gewerkschaften, also kontrolliert er die Dogs. Und er kassiert bei allen Einfuhren mit. Wenn wir ihn umbringen, verliert Morello einen Großteil seiner Einnahmen. Wie kann ich an ihn rankommen? Ich will nicht wie die zwei an einem Baum enden. Du wirst seine Asche verstreuen. Spezialanfertigung. Bring das unter seinem Auto an und sobald er den Schlüssel dreht, gibt's ein Feuerwerk. Ist das Ding sicher? Nicht fallen lassen, schütteln, daneben rauchen, ist sicher. Boom! Vor allem müssen wir das mit der Zündung erst zusammenspacken. Für alle, die Morello getötet hat. Und das Geld, das er uns gestohlen hat. Ich kümmere mich drum, Boss. Weißt du, dabei waren wir nur ein einfacher Taxifahrer, ja? Und jetzt sind wir eigentlich schon indirekt ein Auftragskiller. Wir können jetzt hier rein. Ich krieg das Abziehbild. Was ist das da? Ach, das ist das Abziehbild. Die. Und hier hinten ist da irgendwas. Tja, das waren noch Bilder aus den guten alten Tagen, ne? Der Informant, der Spitzel. Ach, Mensch. Familie. Sie würden nie herkommen. Ich habe früher für ihn gearbeitet. So, welches hübsche Auto nehmen wir denn? Kommt er bewaffnet? Nee, oh, wir fahren mal Cabriolet. Er hört auf sein Bauchgefühl. Und wenn er was hat. Ui, der sieht gut aus. Er würde Little Italy brennen. From the news desk of WLH 56. Oh, im Feuer frei. Ach ja. Das war ich nicht. Der wollte abbiegen. Ba 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 ba.
Wieso findet man mich immer? Aua. Wieso findet man mich immer? Weil ich so unauffällig fahre, oder was? Den Reimer bestimmt. Ich mache es jedem Ermittler doch ziemlich leicht, ne? Keine Beweise hinterlassen. Oder aber immer nach dem schnellsten Auto gucken. Oh, das sieht gut aus hier. Oh, sehr schön. Guck mal hier, 80 Meilen pro Stunde. Hammer. Und die Haare flatterten im Wind. Vor allem, das ist ein Heckantriebler hier, guck mal. Also optisch haben sie das wirklich super eingefangen. Die Geschichte ist natürlich sehr brutal, ja, aber okay, was will man von einem Titel namens Mafia erwarten, ja? Zumindest kein Landschaftsbausimulator oder so. Ist auch ein schönes Auto hier. Sei leise und errege keine Aufmerksamkeit, okay. Nee, also nicht Tapeziernadel, das ist hier so eine Haarklammer, weißt du? Am Haupthaar befestigt. Darf ich aussteigen? Ja, das ist Sergios Wagen. Wie komme ich da nur ran? Oh, warte mal. Ich muss mal zum Hund. Kleinen Moment. Naja, gestern war Risiko, aber leider hat es nicht funktioniert mit dem Risiko. Hat sie sich ein bisschen, na nicht wundgeschleckt, aber es könnte besser sein. Und jetzt wollte ich es halt auch wieder probieren, indem ich sie halt schlafen lasse ohne diesen Kragen. Jetzt habe ich den Kragen dran. Ach, Mensch, armer Hund. Ich kann ja mal, pass auf, ganz kurz. Ich hoffe, das Spiel rennt ja hier nicht weg. Pass mal auf, ich mache mal so. Vielleicht sieht man das so einigermaßen, da man so ein Bild bekommt. Ich weiß nicht, sieht man das? Ich habe ja gesagt, ich habe extra eine Kam. Da ist... Ja, tut mir leid um den Hund, aber was will man machen? Ach ja. Muss ich mir nachher nochmal wieder angucken. So, und switch zurück zum Spiel. Tüdelüt. So. Der Tierärzte, wie gesagt, war auch nicht so erpicht, aber wir müssen schauen. Ja, es muss sein. Lernt ja nicht. Und die kann so nachtragend sein, so richtig nachtragend und so bockig. Meine bessere Hälfte hat heute da ein Video aufgenommen, als ich also kurz in der Firma war, meinen Krankenschein abgeben, hat ein Video aufgenommen, wie sie dann da stand mit dem Trichter auf dem Kopf, diesen Schrank, den man hinten gesehen hat, da hat sie mit dem Kopf in die Richtung geguckt, stand da und hat sich kein Schritt bewegt. So, sei leise und rege keine Aufmerksamkeit. Ja, wie komme ich an das Auto? Nee, die helfen nicht wirklich. Die ist wirklich nachtragend. Nix. Aber der Kragen ist echt auch, das schallt ja richtig, ja. Wenn man sich das Ding mal selber, ich sag jetzt mal,
auf Verdacht so ein bisschen halb überstülpt. Oh, da hinten kann man durch, ich sehe es gerade. Wenn man den Verdacht rüberstülpt, das schallt so richtig blechern. Ob ein Verband, na, sie hatte ja einen Verband. Und der Verband muss aber ab, weil er ja die Wunde abheilen muss. Ja? Und das ist eigentlich das Problem. So, ich muss jetzt irgendwie... Ist das unauffällig, wenn ich jetzt hier langlaufe? So. Kriege ich den unauffällig eins übergeholfen, ne? Was soll ich jetzt hier machen? Der scheint irrelevant zu sein. Ja. Führt was im Schilde? Nein, mache ich nicht. So, jetzt müssen wir hier. Ich habe keine Ahnung, was er da macht. Ja, ich glaube, das ist jetzt ein bisschen viel Aufwand. Zumindest in der kurzen Zeit, wo das los ist. Also wir hatten mit Socke, aber den Socken macht sie halt, den leckt sie sowas von nass. Und dementsprechend hilft es auch nicht. Die Wunde darf halt auf der einen Art und Weise nicht nass werden. Ja, es ist ein kleines Dilemma. Oh, Vorsicht, Polizei. Sie braucht eigentlich bloß ein, zwei Tage, dass es einigermaßen wieder zu ist. Und dann sollte das eigentlich passen, ja. Aber... Also Tierärzte meinte, morgen, übermorgen, nicht dran schleckern, dann sollte es eigentlich passen. Komm, hier rein da. Uch. Bin vorm Essen zu Hause. Willst du am Wochenende tanzen gehen? Vielleicht die Kleine zu deinem Vater bringen? Ja, bin noch dran. Oh, die falsche Person. Oh Gott. Hey, warten Sie! Shit. Oh, das gibt Doppelkrieg. Oh Gott! Oh Himmel! Oh Gott! Charlie, was ist los? Komm schon. Ja, aber es darf auch nicht schwitzen. Ab. Vinny. Es ging alles schief. Reiß dich zusammen, Tom. Was passiert ist, ist passiert. Daran kannst du nichts mehr ändern. Aber jetzt kriegen wir Sergio. Was meinst du? Wovon redest du? Sam und Pauli haben ihn gefunden. Er ist in Georgios Restaurant am anderen Ende der Stadt. Du musst dich beeilen. Okay. Ja, wer war denn das dann hier? Also war der Tod jetzt völlig umsonst hier? Aber wessen Tod war das? War es die Frau? So, jetzt gucken die bloß zu, oder was? Und knien, okay. Ja, wie gesagt, die Wunde darf auch nicht feucht werden. Ja, jetzt sind wir wirklich ein Mörder. Das andere waren ja alles Verbrecher. Gut, kann man jetzt so drehen und wenden, wie man will. Aber jetzt ist eine unschuldige Person gestorben. Durch unsere Hand. Die Frage ist, ob das vielleicht sogar gewollt war. Weil wir haben ja hier den Auftrag bekommen, hier hinzugehen und hier das hochzujagen. Vielleicht wurde das nicht richtig recherchiert oder mit Absicht so recherchiert, dass wir das machen sollen. Sieht das gut aus. Oh.
Richtig. Tom, alles klar? Ja, die Autobombe ging daneben. Leute, das hat Zeit. Schnappen wir diesen Idioten. Und jetzt los! Man sieht zumindest, dass er noch ein gewisses, noch ein Gewissen hat, ne? Eine Nachricht von Mr. Salieri! Und wir haben die Frau gerettet gerade eben. Spezialmenü schon probiert? Oh. Das war wohl der letzte von Ihnen. Hier liegt was, warte mal. Da. Kommt los! Wir müssen ihm nach! Ja doch! Kommt uns! Tom, wir müssen Sergio schnappen! Ey, der hat den Kopf. Den Koch. Bring mich hier raus! Scheiße! Ist weg! Mach sie alle, Tommy! Los! Ich mag den zurück nicht. Zurück zum Auto, bevor sich dieser Idiot selbst umbringt! Oh oh. Darf ich fahren? Oh Gott, die Steuerung. Die Steuerung. Wow. Oh, das ist echt. Wer kommt da? Ach so. Okay, die schießen rüber, treffen aber nicht. Na toll. Na, so viel Schießerei war nicht. Alles gut. Oh. Oh. Aua, aua. Ich kann nicht schießen hier auf dem Ding. Oh, oh, die Brücke ist gesperrt. Die Steuerung von dem Motorrad ist echt hammer. Schlecht. Also nicht schlecht in dem Sinne, sondern ist einfach ungewohnt. Weil wir lenken ja nicht, sondern wir legen uns nur in die Seite. Logischerweise. Boah. Hui. Ey, ey, ey. Ey, 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 ey. Schieß nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich irgendwas machen kann. Oh. Ey, 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 tut mir leid. Oh, Vorsicht. Hui. So, fährt er da hinten? Da hinten? Ah, da will ich hinten rum. Muss ich den irgendwie überholen, oder? Oh, wir haben sogar eine Hupe. Au, 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 au. Es steht nicht drin, dass wir ihn überwältigen sollen, ne? Sondern wir sollen bloß dranbleiben. Erlebt. Alle Männer sollen herkommen, sofort! Alle auch noch, na toll. Scheiße, wer ist weg?
Also dabei laufen ist doof. Oh. Das sind Scharfschützen. Ich bin fast tot. Oh. Au. Ins Wasser. Ich habe nur noch die eine Waffe hier. Okay. Eieieiei. Noch zwei Schuss. Und kein Heiltrank. Heiltrank. Haben wir hier irgendwo was? Nee, ne? Ah, ne, die haben wir. Kriegen wir hier noch irgendwie eine andere Mission? Ich brauche noch einen Heiltrank. Und wir haben bloß eine Waffe. Ich werde das nicht überleben. Vier Schuss noch. Liegt da eine Waffe drüben bei ihm? Ich weiß es nicht. Ich hab's nicht gesehen. Okay, ich bin weg. Ich hab dich auch. Wo ist er? Wo ist der? Hinter einem Wagen, ne? Huiuiuiui. Oh, hier haben wir einen Taschenrevolver, das ist gut. Haben wir wenigstens schon mal eine Zweitwaffe. Wo? Ich trau dem Frieden nicht. Oh, der Scharfschütze weg. Okay, der ist hinüber. Da ist doch irgendwo einer. Wo? Ich greife an, du machst ihn fertig. Okay, da. Wo ist er denn? Ich sehe keinen. Nicht rechtzeitig geschafft. Ein paar waren da. Ein paar auf jeden Fall. Okay, nach da. Heilung sieht gut aus. Wir müssen auf jeden Fall sehr viel mit Deckung arbeiten. Haha, ich wusste es doch. Das war zu einladend gerade.
Nee, die waren nicht alle in dem Auto, aber wir sind ja hier am Dock von dem... von den Gewerkschaftsleuten, ne? Die sind ja hier alle... Oh, da hat sich selber ein Brand gesteckt. Oh, das tut mir aber leid. Okay, der brennt auch. Der kriegt meine Tommy zu spüren. Okay. Meine auch. Der kommt von hier. So, ey, das ist ja hier. Oh, da oben ist schon wieder ein Scharfschütze. Munition alle. Ach, Lan. Lan, Welthunter. Na, da komm. Wir sind Linkshänder, sehe ich gerade. Okay, der ist hinüber. So, Munition, 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 Munition. Sehr schön. Nachladen, nachladen. Heilung wäre super. Wofür bezahle ich euch? Ich hab keine Ahnung. Ach, der Hollow. Ah. Zweiter Count, hä? Oh, 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 oh. Das war, glaube ich, nicht gut, was ich hier mache. Was ist das? Warum? Okay, ich sterbe jetzt. Das überlebe ich nicht. Warum war da oben Fuchs? Da war ein Fuchs da oben. An dem Kran war da seit auch ein Fuchs dran gemalt. Oh, bitte, letzter Kontrollpunkt. Der Süßfahrer war völlig unerwartet. Ich wollte mich eigentlich da oben verstecken. Aber, orientieren. Ach, hier. Ach, wir müssen die ganze Szene nochmal machen. Okay. Warte mal, ist das hier eingesammelt? Ja, okay, das ist eingesammelt. Ich mach dich fertig. Ich dich auch. Hi, Fifi. Er kommt von hier! Ach, der Scharfschütze. Oh, ich bin schon wieder gleich tot hier. Okay, der ist hinüber. Der auch. Da hinten ist noch einer. Oh, oh. Der ist ja doch noch da. Jetzt aber nicht mehr. Tschüss. Sie haben es sehr gut umgesetzt. Im Vergleich zum Original. Okay, ich glaube, ich brauche unbedingt Heilung. Wofür bezahle ich euch? Ihr nehmt alles auseinander. Okay, sind wir hier einigermaßen safe? Wahrscheinlich nicht. Ich gehe jetzt hier nicht nochmal hoch zum Fuchs, ne? Nur mal so. Da könnte ich... Da hinten! Also bitte. Vorsichtig, vorsichtig. Okay, der ist hinüber.
Vielleicht ist hier in den Werkshallen was? Ich mache es schnell. Ist hier was? Nein. Schade. Oh ja, da, also Cyberpunk steht ganz oben auf meiner Liste. Cyberpunk wird definitiv hier gespielt. Ich habe es nämlich schon gekauft, als es im Vorverkauf war. Und dementsprechend habe ich mich da schon komplett eingedeckt. Und natürlich auf GOG, logischerweise, damit nämlich der Entwickler das meiste Geld bekommt. Nämlich 100%. Ja. Wo ist die Heilung hier? Die ist draußen dran, richtig? Oh Gott, nee. Nee, da hinten ist er. Hier ist mehrfach Heilung. Nicht hängen bleiben, nicht hängen bleiben. Heilung. Also, wo ist der hintere? Der ist da, ne? Da, ich hab ihn gesehen. Hier draußen ist nochmal Heilung, glaube ich. Da. Also, Cyberpunk. Man muss dazu sagen, ich bin ja historisch mit den Entwicklern CD Red Projekt ja hier gestartet. Ne? Vor über 5 Jahren habe ich mein allererstes Let's Play, war auch noch gleich so ein Schwergewicht wie The Witcher 3, was ich gespielt habe. Und da kann ich es mir nicht nehmen lassen, dann einfach auch den, sagen wir mal, die Nachfolge ist ja verkehrt, das stimmt ja nicht, aber eben halt deren nächstes Werk zu Gemüte zu führen. Einfach nur, weil Spielen ist halt toll. Eintauchen in die Geschichte und ich bin gespannt, was da jetzt noch wird. Ich muss auch sagen, ich habe mich bisher noch nicht einmal spoilern lassen. Das Einzige, was ich gesehen habe, war halt die Keanu Reeves-Szene und das war's. Ich weiß nichts vom Gameplay. Ich kaufe es mehr oder weniger oder hab's gekauft, mehr oder weniger blind. Einfach nur A, weil das Setting so unfassbar interessant ist, weil das Cyberpunk-Genre ist wirklich sehr, sehr genial und sehr cool. Und weil ich den Leuten bei CD Red Projekt ja zutraue, dass sie ein super Händchen haben, wie sie es halt bei vielen anderen Teilen auch schon vorher hatten. Oh! Ist das genial. Ich sag gleich was dazu. Irgendwo rennt noch einer. Da. Und zwar, diejenigen, die hier sind, die wissen es nicht. Meine Eltern waren früher bei der Bahn. Und ich bin als Stadtkind dann wirklich 10, 12 Jahre auf dem Dorf, beziehungsweise Dorf kann man es nicht nennen, auf einem Bahnhof groß geworden. Und dieser Bahnhof das stand 5 Häuser und die nächsten Ortschaften 2-3 Kilometer entfernt. Also sprich, das war eigentlich eine Siedlung mit einem Bahnhof. Der Bahnhof trug den Namen eines Dorfes, welches aber 2-3 Kilometer entfernt war. Und um uns herum waren eben halt 3 Ortschaften und das war halt der Bahnhof für diese Ortschaften, ne, zum Einsammeln. Der Bahnhof ist später geschlossen worden, hat sich nicht mehr rentiert, logischerweise für die Bahn. Aber ungeachtet dessen, meine Eltern haben genau unten auf dem Bahnhof in dem Stellwerk gearbeitet. Und ich, beziehungsweise meine Familie und wir haben oben drüber gewohnt. Also sprich, ich habe wirklich 12 Jahre, 3-4 Meter neben dem Bahnschienen bin ich groß geworden. Ich habe da geschlafen. Mich hat der Zug da überhaupt nicht interessiert, der da vorbeigefahren ist und vorbeigewackelt hat. Das ist völlig irrelevant. Und das Coole war, es war ein alter Bahnhof, da gab es noch nicht mit Knöpfchen drücken und so weiter, sondern mit Hebel.
Ein Hüdel 1908, daran kann ich mich noch erinnern, weil das war unten so als Emblem angebracht. Das heißt, man hat halt diesen kleinen Hebel dort gedrückt und konnte dann dementsprechend den ganzen Hebel dann umlegen, um eben eine Weiche zu stellen oder eben ein Signal auf Fahrt zu stellen. Und das war immer faszinierend, weil das ging so aus dem FF, ne? was meine Eltern da gemacht haben, wenn die dann halt mit den anderen Bahnhöfen, je nachdem in welche Richtung die Züge gefahren sind, Vorblock, Nachblock, die Meldung machen. Dann gestanden haben, dann gingen sie zu einem Apparat, haben dann einen Hebel gedrückt, haben gleichzeitig gekurbelt, sind dann hin und haben dann hier erst die Weiche gestellt, dann noch das Signal gestellt auf Fahrt und weiß der Geier was alles. Deswegen, das ist so gerade so ein kleiner nostalgischer Flashback, wenn man das so sieht hier. Aber ich glaube, ich soll untersuchen das Stellwerk, löse die Bremsen des Zugs. So, was soll ich hier untersuchen? Draußen wahrscheinlich, ne? Nee, eigentlich hier oben. Löse die Bremsen des Zugs. Ich sammle erstmal alles ein hier, was ich vielleicht einsammeln kann. Aber da oben ging es doch. Hätte ich da... So, die Bremsen des Zugs. Also entweder sind hier... Oh, der ist gefährlich hier, der Waggon. Das waren faszinierende Jahre, muss man dazu sagen. Ich war, oh Gott, 11 oder 12, als wir dorthin gezogen sind. Und um zur Schule zu kommen, musste ich jeden Tag 15 Kilometer fahren. Also 15 Kilometer war die nächste Stadt entfernt. Und zum Glück fuhr der Zug. Ne? Also man ist dann knappe halbe Stunde mit dem Zug gefahren. Dann musste ich noch 3-4 Kilometer bis zur Schule laufen. Und das jeden Tag. Und deswegen hat man das halt immer gesehen. Du bist nach Hause gekommen, bist am Bahnsteig gelandet, bist dann halt, wenn die Eltern gearbeitet haben, also einer von denen, die haben ja meistens in Schichten gearbeitet und immer abwechselnd, bist du halt unten rein und hast du dich halt im Dienstraum mit aufgehalten, hast da Abendbrot gegessen, eigentlich ein Drittel deines Lebens drin verbracht. So. Und knick-knack und dann, das ist natürlich ziemlich einfach hier. Und da drunter ist ein riesengroßes, wie soll ich sagen, mechanisches Konstrukt von Seilen und von Gewichten und von Laufrollen. Also mechanisch gesehen ist es richtig Hammer. Okay, ist nichts passiert, ist nicht explodiert, das ist sehr gut. Also mechanisch gesehen war es wirklich absolut ultra komplex. Auf der Lokomotive durfte ich auch schon mitfahren. Das Krasse war halt, das lag halt im Blut. Meine Großeltern waren auch beide bei der Bahn. Was ist passiert? Upsala. Ein gottverdammter Zug! Oh, der läuft aus. Guck mal. Wenn ich da jetzt reinschieße, dann macht's Peng. Uiuiui. Wie war das mit G? Ich glaube ja. So. So. Ich glaube, das passt. Oh, ey, komm, ich war gerade im Ducken. So, weg mit dir. Wir brauchen Munition und Heilung. Warum geht denn hier haufenweise Wasser raus aus den Dingern? Das haben wir doch aber nicht kaputt gemacht. Das war doch schon so. Das war ganz heiß auf mich. Ja. Was? Geld kann ich dir geben. Wenn du mich umbringst, wird mein Bruder alles vernichten, was dir lieb ist. Ach, das ist dein Bruder. Okay. Jetzt sind wir Rechtshänder. Haut ihr schon wieder ab? Komm, ich hab kaum Leben. Komm raus. Ist hier keine Heilung?
Huch. Ach ja, ist klar. Hast mich nur angeschossen, du Arschloch. Glaubst du ernsthaft, dass du mich töten kannst? Ja. Doch, toll. Dabei hatte ich ein komplettes MG dabei, ja? Was habe ich dir gesagt? Niemand kann mir was. Mhm. Feuer. So viel Glück hast du nicht, Bastard. Warte, nein. Alter. Wenn Gott nicht mehr herablächelt, heißt die Errungenschaft. Eieieiei, gottverdammter Glückspilz. Ja, gottverdammt.